Willkommen zurück zu Darksiders. Im letzten Part haben wir den Stygian erledigt und jetzt müssen wir nur noch eine Auserwählte besiegen, damit wir endlich zum Turm kommen können, um mit dem Zerstörer abrechnen zu können. Und zwar diesmal die Spinnenkönigin, dessen Name mir jetzt gerade wieder nicht einfällt, weil ich habe das Spiel schon etwas länger nicht mehr gespielt. Aber wir wissen zumindest, dass sie irgendwo... Also, dass wir irgendwo im Ascheland in ihr Reich reinkommen können. Also, denke ich mal, vielleicht benutzen wir eines der Schlangenlöcher, obwohl... Nee, ich glaube, da komme ich dann wieder nur zum Boss und dann muss ich wahrscheinlich wieder in eine Ecke rennen oder ich komme überhaupt nicht mehr dahin. Und... Oh ja, richtig, die sind ja immun gegen die Kugeln. Au! Ach, war doch klar. Wow, au! Alter, diese blöden Brocken, dass sie überhaupt... Dass sie überhaupt so viel aushalten können, das ist ja... Egal, dann schieße ich dich eben nieder. Ich schieße die Gatter auf dir. Merkst du überhaupt irgendwas? Alter, der merkt's einfach nicht. Mein Gott, was bist du? Was war der denn für ein Spacko? Ah, der hat's gemerkt. Aber egal, dann mach's eben so, wie ich's einmal getan hab. So, und dann... Ah, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Genau, das wollte ich doch. Ah, ich wollte doch blocken. Alter, ich hab doch geblockt. Was willst du denn? Ach, dass die immer so groß sein müssen. Schnell weg hier. Ich riskiere lieber mal, dass sie ein bisschen weglaufen, anstatt dass ich hier wieder gleich so viel Schaden kassiere. Obwohl. Ach, da geht er wieder weg. Ach, dass der immer diese blöden Kugeln noch aushalten kann. Alter, ich block doch die ganze Zeit. Dann nimm eben das. So, dann nehmen wir noch einen Zornkern rein. Dann kann ich die endlich mal so erledigen. Alter, jetzt habe ich schon eine Lebensleiste verloren. Das fängt ja toll an. Wenn ich doch nur irgendwas hätte... Ah, na toll. Die schon wieder, aber zumindest kann ich den Schaden machen. So, immer schön drauf schießen und weg ist er. So einfach kann das gehen. Ach, ich liebe diese Waffe einfach. Die Gnade ist doch des besten Freundes. Ja, ja, toll. Ja, weil ich sagen wollte, die Gnade ist auch der beste Freund eines Kriegers. Wo geht's nochmal rein? Ah ja, hier. Ach genau, das war wieder durch die Kanalisation oder so. Dann ging's genau hier weiter. Und Ruin hat jetzt auch so eine neue Fähigkeit erhalten, irgendwie irgendwas zu durchbrechen. Ich glaube, irgendwelche Mauern, aber... Ich habe jetzt auch nicht wirklich eine... Au! Au, au, schnell weg, na toll. Na, komm, du bist jetzt down. Dann kann ich den mal so erledigen. Und zack, dann mache ich das noch. Und, oh, das war auch schon soweit. Und dann noch unser schönes Reittier. Boah, und jetzt mal weg. Ah, da dachte ich mir doch, dass er jetzt zum Angriff einsetzt. Boah. Reiten wir den jetzt nur, oder? Ey, komm, ich will den... Ach, genau, gut, das wollte ich doch. Ist er wenigstens erledigt? Nein, er lebt noch. Wow, ah, ich wollte doch abhauen. Au! Wow, schnell weg. Ah, oh, so. Wieder schön draufballern. So. Ach. So, kann ich ihm jetzt wenigstens mal die Rübe abschlagen? Ach, komm schon. Na, endlich. Und es gibt wieder viel Geld. Naja, was soll's. Ich habe ja noch... Wie viele Lebensessenzen habe ich eigentlich noch? Oh, nur zwei. Und eine Wiederauferstehung. Obwohl, ich frage mich, wozu die Wiederauferstehung dienen sollte, obwohl... Oh, nein. Genau, das war die Geschichte. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Mal sehen, das war da. Genau, die Kreuzklinge. Damit funktioniert das ja nur. Aber genau, das war erstmal aufmachen. Ja, mach das Tor hoch. Und jetzt wird die Zeit angehalten. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, nicht versuchen, wieder diesen Sprint zu machen. Komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Jetzt schnell durch und ja, durch. Tja, gelernt ist gelernt und da haben wir schon den nächsten. Obwohl, ich will mal aufladen. Ja, ich denke, das geht so besser. Wow. Wieder die Kreuzklinge, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf Distanz. Wow. Na, mit dem ganzen Blut sicher überhaupt nicht, ob er einen Angriff macht oder nicht. Wow, ich glaube, der wollte gerade sagen, jetzt macht er bestimmt wieder einen Angriff. Jetzt wieder weg. Alter, ich kann irgendwie nie so wirklich voraussagen, ob die einen Angriff machen oder nicht. Aber ich glaube, ich sollte auch erstmal
etwas vorsichtiger sein. So, schnell wieder weg. Genau, soll die Kreuzklinge das für uns erledigen. Ich muss mir mal die Erweiterung dazu kaufen. Au! Na toll, jetzt haben wir schon eine Lebensleiste weg. So, jetzt halt aber mal, dass endlich mal Schluss mit dir ist. Komm schon, noch mehr. Nein, er lebt noch. Wow, au, wo ist nicht so? Au, na, der macht noch mehr. Au, das tut weh. Ah, verdammt, ich sitze in der Ecke fest. Es ist immer schlecht. Bei solchen Spielen sollte man nie in der Ecke gefangen sein. Das kann nämlich sehr böse enden. So. Okay, wenn er einen Angriff landet, dann macht er mehrere. Oh ne, jetzt macht er schon wieder mehrere. Oh Mann, jetzt geh endlich mal weg. So, genau, jetzt macht er wieder einen Angriff. So. Kann ich auch nicht so machen? Nein, kann ich nicht. Au! Ja, Alter, jetzt hat er mich schon wieder... Ich habe schon wieder fast meine ganze Energie verloren. Ach ja, jetzt war das blöde Auto noch im Weg. Scheiß drauf, eh nichts mehr zu verlieren. Aber ich habe noch meine Chaos gestellt, aber die will ich nicht für sowas Simples verwenden. Ach, geh einfach weg. Und noch mehr Geld. Ah, vielleicht sollte er mehr Fähigkeiten kaufen. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade ziemlich stark bewaffnet. Da muss ich doch irgendwo in ein Rohr. Genau, da ging's hoch und dann ab in ein, ab in das Rohr. Mal sehen. Genau, da lang. Da war das Artefakt, das ich mir mal geholt hatte. Und jetzt geht's da weiter. Oh je. Die Gegner werden auch mit der Zeit wirklich stärker, das sieht man. Das Blöde ist, ich wünschte, ich hätte... Obwohl, warum geht mir eigentlich die Mühe? Ich habe mein Pferd. Ohoho. Okay, aber die sind so schwach wie und je. Das macht einen wesentlich einfacher. So, mal sehen. Genau, da ging's weiter. Mal sehen, womit konnte Rui nochmal sprinten? Nein, das war das nicht. Nein, ich... Achso, Ruin. Ah, er kann hier nicht laufen. Okay, ich verstehe. Schade eigentlich. Ach genau, das war die Falle. Ich erinnere mich noch. Okay, schön, dass das Ding noch hält. Obwohl, ach nee, ich muss das Ding ja erstmal wieder runterholen, oder? Genau, das war das wieder. Ich muss das Ding erstmal runterholen. So. Dann lass das Ding los, mein Freund, damit ich da ran kann. Genau, festhalten, dann warten, bis er wieder uns nach oben bringt und dann abspringen. Das kam irgendwie im Stygian Dungeon doch recht häufig vor, oder im Areal. Das war nicht so ein richtiger Dungeon, sondern für mich mehr so ein kleines Areal. Oh je, oh je. Oh genau, das war da, wo ich mich gefragt habe, ob ich das darüber schaffe. Egal, man wird es erst herausfinden, wenn man das schafft. Komm schon, Krieg? Ja. Oh Gott. Bei sowas kriege ich immer Angst, dass ich das nicht packen werde. Krieg, gehst du mal weiter, bitte. Krieg, gehst du mal. Danke. Genau, das war abspringen. Und nehmen wir schön weiter. Obwohl ich noch zum Stygian sagen muss, ich fand den Bosskampf eigentlich ziemlich badass-mäßig mit Ruin. Einfach so da in der Wüste rumzureiten. Und man wird immer von dem Wurm verfolgt. Ich weiß auch nicht, das hatte irgendwie irgendwas. Ich muss das mal wirklich mal nochmal ansehen. Und, oh ja, genau, die Geschichte. Aber warte mal, wie war das? Nein, genau. Ah, genau. So, so. Anvisieren. Und jetzt rüber und jetzt schnell weg, bevor die wieder aufwachen oder so, was weiß ich. Sich erholen. Egal. Wir hatten das ja schon in einem Part. Ich habe ja... Kampf habe versucht, da irgendwie noch was zu holen und dann durfte ich den andauernd nochmal neu machen, weil ich irgendwie runtergefallen bin. Aus irgendwelchen Gründen. So, mal sehen, dann ging es da hoch. Und hüpf. Ach ja. Zum Glück müssen wir das nicht wieder antun, obwohl, warte, nee, das war genau einmal die Geschichte, dass ich einmal losgelassen habe und dann bin ich runtergefallen. Das war so ziemlich der bescheuertste Moment im ganzen Spiel. Ach, ich kann immer noch nicht Ruin rufen, Mann. Ich will hier nicht andauernd reinlaufen. Ich will jetzt mal schon reiten durch die Prärie oder von dem, was von der Prärie noch übrig geblieben ist. Naja. Genau, das war das mit den Sandwürmern. Aber wir haben ja jetzt... Genau, im Ascheland. Das Gute ist aber jetzt,
Jetzt haben wir Ruin. Und das heißt, wir müssen nicht mehr die Zeit anhalten, sondern wir können durch die gesamte Prärie reiten. Oder von der, was von der Prärie noch übrig geblieben ist. So, dann komm, mein Herz, allerliebstes Ross. Und dann können wir uns hier mal etwas weiter umsehen. Genau, das war der Dash. Und hier haben wir zum Beispiel eine Geldruhe. Ruin, wie rufe ich dich zurück? Ruin, ich will mal. Genau so geht das. So. Truhe auf. Und schnell wieder aufs Pferd. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine sichere Zone ist, aber ich glaube eher nicht. Weil die Musik wird irgendwie auch ein bisschen dramatischer. So, was haben wir denn hier? Nichts, nichts, nichts. Aber es könnte ja sein. Ich meine, in der Wüste findet man ja so einige Sachen. Obwohl. Ich wollte gerade sagen, Urin. Oh mein Gott, wie komme ich auf Urin? Ruin! Ruin bleibt auch mal ein bisschen stehen oder sei ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Alter, wie komme ich jetzt nur auf Urin? Das ist ja erbärmlich. Egal, wir haben ja Ruin und die Würmer können uns jetzt nichts mehr anhaben, weil wir zu schnell für die sind. Ich meine, das hätten wir den Stygian ja überhaupt nicht besiegen können. Ach mein Gott, das ist so schön. Es ist so, als würde man so richtig eine Abkürzung nehmen. Oh, da geht's auch hoch. Ey, cool. Mal sehen, was wir hier finden. Noch eine Truhe? Oder ein Artefakt. Wäre auch mal geil, ein Artefakt. Also, mal sehen. Oder gehört das jetzt zum Dungeon dazu? Oh, was haben wir denn hier? Eine Bombe. Aber dazu brauche ich ja, wie gesagt, erstmal die Bombe. Oder ich glaube eher so eine... Naja, so eine Dings, so eine... Ja, so eine inaktive Bombe. Noch ein versperrter Durchgang. Aber nirgendwo ist eine Bombe. Oder ist die irgendwo anders? Na, egal. Nein, Ruin, komm schnell her. Ich will hier nicht als Wurmfutter enden. Nicht so wie einmal, wo mich dieser blöde Wurm immer schikaniert hat. Egal, nein. Wir werden nicht mehr zu Wurmfutter. Oh, da geht's runter, da will ich nicht rein. Es sei denn, ich will Selbstmord begehen und habe keine Lust mehr. Wow, wow, wow. Immer schön ruhig, mein Pferd. Mal sehen, gibt es hier noch irgendwo einen anderen Durchgang? Genau, da geht's weiter. So, wieder ein schönen Dash. Na gut, noch ein Dash. So, ich denke, hier werden wir irgendwo einen Umweg finden müssen. Müsste ja irgendwo sein. Mal sehen, ne? Oh, was haben wir denn hier? Ach, noch mehr Reiter. Ist auch mal schön, dass man noch mehr Reiter hier trifft. Aber ich glaube, die sind nicht gerade freundlich gesinnt. Boah, wow, nein, nein, nein. Aber ich gehe mal da hoch. Dann können die mir nichts, weil... Achso, da ist kein Pferd. Ja, jetzt kannst du mir nichts, ne? Aber wenn wir schon mal dabei sind... Ah, ne, der ist ja... Okay, jetzt, so kann ich ihn auch nicht treffen. Also, der ist auch immun gegen meine Klinge. Aber ich glaube trotzdem noch... Wow. Oh, ja, genau. Den Scheiß konnten die ja auch noch. Okay, aber ich glaube, ich bin ja falsch. Also, Ruin, weg hier. Ruin, du sollst hier weg. Alter, Ruin, kannst du nicht springen oder so? Nein, kannst du nicht. So, aber jetzt können wir... Au! Sag mal, hey, das war uncool, Kumpel. Na, warte. Nein, Ruin, lauf, lauf, lauf. Wo ist er denn? Nein. Oh, Alter, warum musst du eigentlich vor jedem Holzkeil irgendwie anhalten? Au! Alter, die... Wow. Ach, verdammt, ich will den auch mal treffen. Nein. Alter, ich, diesen Scheiß habe ich schon in der Arena gehasst. Wow, schnell weg. Ah, jetzt habe ich keinen Dash mehr. Ach, komm. Komm, den treffen wir. Ah, da habe ich getroffen. Und ich habe fast keine Energie mehr. Nein. Na verdammt, ich will die endlich mal treffen, aber vielleicht sollte ich... Ah ne, ich höre auf. Ich höre lieber auf, sonst geht meine Energieleiste noch flöten. So, erstmal weg hier, aber wenn es hier nicht weitergeht, wo dann? Ne, sag bloß, soll jetzt noch da hoch. Das wäre mal wirklich beschissen. Ey, komm, ich will ja nicht da hoch.
Obwohl, warte mal, wenn ich eine... Wenn ich die Bombe habe, kann ich die dann auch mitnehmen irgendwie? So, Ruin, ich will runter. Ruin, ich will runter. Nein, ich will den nicht, ich will den nicht. Oh, gut. Ich wollte nicht schon wieder vom Wurm gefressen werden. So, dann hoffen wir mal, dass ich hier irgendwo noch einen Weg finde, um irgendwie... Na, ich glaube, auf die andere Seite muss ich wohl zu Fuß gehen. Ich meine, sonst war ja nur die eine Schlucht. Mal sehen, nein. Dann müssen wir wohl erstmal da hoch, oder? So genau habe ich das Gebiet nicht mehr im Kopf. Und allgemein habe ich, mir eigentlich gedacht, ich komme nicht mehr dahin. Obwohl, ich lande noch da drauf. Na, so ein Mist, wo muss ich hin? So wollte ich einen Part eigentlich nicht anfangen. Vielleicht hätte ich auch erstmal irgendwie anfangen sollen, wo wir schon in dem Gebiet sind. Das wäre sinnvoller gewesen. Oh je. Ich denke schon, das wird ein Part voller Verpeillosigkeit und was weiß ich. Erstmal wieder zurück aufs Pferd. Okay, darunter kann er zumindest. Aber ich meine ja nur... Oder geht's da doch weiter? Nein, doch. Doch, es geht weiter. Oh Mann, ich bin so ein Idiot. Obwohl... Ah, ich glaube, das sind diese Mauern, von denen Samael gesprochen hat. Oder? Nee, da unten geht's nicht weiter. Okay, Moment, nee, dann muss ich ja da hoch. Okay. Aber wie gesagt, Samael hat gesagt, dass er jetzt Ruin die Fähigkeit gegeben hat, dass er irgendwelche Lichtschranken kaputt machen kann oder so. So, dann muss ich wohl hier wieder zu Fuß gehen. Oh je, ich bin sowas von... Ich bin sowas von erledigt. Im Dungeon besonders. Es sei denn, ich finde noch irgendwelche Powerwaffen oder so. So, die können mir gar nichts, außer diesen komischen Move, aber wenn ich in Bewegung bleibe, dann kriegen die mich eh nicht. So, komm schon, das ging doch, glaube ich, noch, oder? Ja, das ging noch. Und dann müssen wir auch irgendwo zu der Stelle kommen, wo wir die Lichtschranken haben, oder? Da ging es doch irgendwo noch weiter. Genau, da sind wir doch. Und da sind die Lichtschranken. Also ist das ein Job für unser Pferd. Seelenbrücke. Achso, Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruinen durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Ah, also müssen wir einen Dash machen. So. Okay, das ist also die Seelenbrücke. Eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Okay, damit sind wir also doch einen Schritt weiter gekommen. Ich dachte, wir hängen hier noch so ein paar Minuten fest, aber... So gern ich das Gebiet auch hasse, ich will da einfach nicht noch länger bleiben. Ach egal, wir dashen noch mal ein bisschen, um ein bisschen weiter vorwärts zu kommen. So, mal sehen. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Und wenn nicht, dann muss ich später nochmal nachgucken. Erstmal will ich hier nur noch meinen Job erledigen. Mein Job als einer der vier Reiter der Apokalypse, dessen Apokalypse eigentlich nicht hätte starten sollen. Okay, ich habe für irgendwas Seelen gekriegt. Wofür eigentlich? So. Nochmal durchrennen. Wow. Oh Gott, sind die hässlich. Wir sind in einem Kokon? Egal, raus aus dem Kokon. Okay. Dann sind wir wohl doch am Ziel angekommen. Okay, ich habe gedacht, wir reiten noch so ein bisschen durch die Prärie, aber das ging schnell. Okay, aber ich denke, wir machen erstmal Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Part von Darksiders und nehmen uns den Dungeon mal genauer vor. Also, bis zum nächsten Part, Leute, und ciao!